ist es ja mittlerweile üblich, dass man auch getrennt Urlaub macht, obwohl man verheiratet ist. Manchmal ist es so ganz gut für die Ehe. Nicht? Und eine Dame sagt zu ihrem Schatzl: Du Schatzl, könnt ihr das auch mal machen? Ja, überhaupt kein Problem. Sie macht Skiurlaub in Tirol. Trifft einen, wie es eben kommen muss, wunderschönen Skilehrer. Der fährt mit ihr den ganzen Tag Ski. Traumhaft. Am Abend Candlelight-Dinner. Sensationell. Und ja, es kam, wie es kommen muss. Die landen im Bett. Und am nächsten Tag in der Früh steht sie auf und sagt sie: Schatzi, es war wunderschön. Ich meine, der ganze Tag war Wahnsinn. Und gestern, also es war einfach herrlich. Und das Wetter. Und es hat einfach alles gepasst. Und jetzt wüsste ich einfach gern, wie du heißt. Sag ich, nein, das sag ich dir nicht. Sag sie: Entschuldigung, du kannst vielleicht sagen, wie du... Nein, das sag ich dir nicht. Sag sie: Entschuldigung, ich bin verheiratet. Du kannst mir ruhig sagen, das war für mich auch. Das war einfach ein Abenteuer. Und sag ich: Nein, das sag ich dir nicht, weil du lachst mich nur aus. Nein, jetzt Kim, ich lach dir echt nicht aus. Also bitte, sag mal bitte, wie du heißt. Ich sag: Okay, dann sag ich das. Ich heiße Neuschnee. Die von gut lachen, sag ich: Ich hab gewusst, du lachst mir aus. Sag ich: Nein, es tut mir leid, ich lach nicht dir aus. Aber stell dir vor, ich komm im Urlaub an, mach den Koffer auf, find da einen Zettel, 400 Euro von meinem Schatzl, und er sagt: Ich wünsch dir einen schönen Urlaub und ich wünsch dir jeden Tag 20 cm Neuschnee.